So, zwei Sachen. Die erste Sache ist, meine Tochter kommt gerade richtig stolz zu mir und sagt mir, Abi, Mama hat mir versprochen, wenn ich 14 bin, kriege ich jeden Monat 20 Euro. Und meine Frau steht so hinter ihr und grinst so. Ich sag, ah, Fatma, und wie viel bekommst du jetzt gerade? Weil die bekommen 5 Euro jede Woche. Und sie sagt, sind nur 5 Euro jeden Freitag. Ich sag, ah, okay, ja, das ist gut. Ich habe mich totgelacht, die Arme. Und dann habe ich sie halt aufgeklärt, dass es das Gleiche ist. Auf jeden Fall, wir machen einen Vlog. Wir fahren nach Berlin zu Ardinius. Wir drehen mit Arda eine Foodtour, Döner-Tour. Und wir trainieren mit Ali. Er ist auch gerade im Training, mashallah, Allahumma barak. Er zieht auch gerade richtig durch. Ich nehme euch da so ein bisschen nebenbei mit, weil wir machen für seinen Kanal ein Trainingsvideo. Ich fahre mit meinen zwei Freunden Ravas und Halat. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Dann viel Spaß beim Vlog. Angekommen in Berlin City. Oh ja. 3 Stunden sind wir jetzt gefahren bis hierhin. Wir sind angekommen, Formcheck, angeblich. Wir sind hier im Estrel Hotel, ganz süßes kleines Hotel. Das ist mein Bett, das ist sein Bett und das ist sein Bett. Wie gehört sich das, Bruder, wenn man in einem Hotel schläft oder zusammen Trip macht, schläft man einzeln in Zimmern oder wie? Nein, am besten ein Bett, zu dritt. Wir warten gerade auf Arda, der holt uns gleich ab und dann gehen wir schon los. Döner essen. Ich habe Intervallfasten gemacht, das heißt, ich bin jetzt 16 Stunden auf leeren Magen und das heißt, die Döner werden zerrissen. Natürlich darf das Eiweiß nicht fehlen. Ich habe mir alles mitgenommen. Ich achte immer halt, wie gesagt, seit jetzt 2 Monaten wirklich darauf, dass ich immer mein Eiweiß zu mir nehme. Egal wo ich bin, ich nehme es einfach immer mit. Und Alhamdulillah, bis jetzt hat es gewirkt, wie gesagt. Also ich merke, wie gesagt, meine Arme haben schon ein bisschen Form bekommen. So eine leichte, so ein bisschen Form bekommen. Hatte ich nie drauf so richtig, also einen Fokus. Ich will eigentlich nur abnehmen, aber ja. Kreatin, Eiweiß, Omega-3, aber habe ich schon heute genommen. Momentan sind wir bei 143,5. Wir haben bei 153,5 gestartet. Hier haben wir den Ardinio. Was machen wir heute, Arda? Wir werden heute viel essen. Wie viel? Sehr viel, sehr viel. Aber ich habe sehr Hunger. Ich hoffe, du hast auch Hunger. Wir machen einfach ein Döner-Video für meinen Kanal und ein Chicken-Video für seinen Kanal. Also das heißt, alles, was ich die letzten 2 Monate abgenommen habe, werde ich heute zunehmen? Inshallah nicht. Wir sind hier bei dem ersten Döner. Der soll sehr, sehr, sehr krass werden oder sehr krass sein. Das Video werdet ihr dann wahrscheinlich auch mal auf meinem Kanal sehen. Der Vlog wird erster kommen. Es riecht auch schon geisteskrank. Ich bin jetzt ja immer noch ohne Essen. Wir haben 17.15 Uhr und ich bin seit gestern um 20 Uhr nüchtern am Magen. Das ist jetzt davon übrig geblieben hier, von dem Essen, von den 2 Döner, die wir gegessen haben, Arda und ich. Wir fahren jetzt weiter zum nächsten Dönerladen in Berlin. Warum bezahlst du, Bruder? Bruder, du bist in Berlin. Denkst du, ich lasse dich gezahlt? Wie als ob du zu mir nach Hause kommst und du sagst, was haben die Nudeln gekostet? Schmeckt ein bisschen anders als Reis mit Joghurt, der Döner. Sag aber nicht, wie der geschmeckt hat, weil das gibt das Vlog und das gibt's im Video. Achso, ich darf sagen jetzt, was der Döner kostet? Nein, wie, also auch nicht, wie der war. Tamam, okay, sag also, eigentlich so, ich wollte dich nur ein bisschen filmen, du sollst gar nicht reden. Tamam. Trink mal nochmal so für Sprite-Werbung. Bruder, lass uns sofort los. Ich will noch einen Döner. Ich will noch einen Döner. Aber ich will nicht. Frage an dich, Bruder. Wenn ich jetzt, wie viel Döner könnte ich jetzt essen, ohne zuzunehmen heute? Ich habe einen Kalorienbedarf von 3000 Kilokalorien am Tag. Warte mal, sagen wir mal ein, vier. 4 Döner könnte ich essen? Ja. Sollen wir denn jetzt noch einen? Wir haben 6 Spots. 6 Spots. 3 Dönerläden. Und 3 Hähnchenläden. Bruder, ein Hähnchen ist easy, das ist so wie, weißt du, kriegt man leicht runter. Bruder, aber du nimmst ja das Brot, du nimmst das Hähnchen dazwischen, du machst ein bisschen Pommes, du machst die Soßen. Dann machst du noch einen Döner da draus, ja, mit Chickenfleisch. Ja, du tunkst da so rein, öff. Boah. Okay, dann direkt los. Oh, wir sind jetzt hier wieder auf dem Weg. Zum ersten Mal in meinem Leben sitze ich einfach am Tesla. Sei ehrlich, Bruder, wie findest du's? Bruder, der hat auf jeden Fall mehr Technik als mein Handy. Mach mal die anderen Kameras wieder an. Zeig mal so tote Winkelassistent und so. Bruder, das sieht aus, als ob ich in meinem Haus habe ich ja Überwachungskameras. Zeig mal diese Furzgeräusch. Und du kannst sie auch, während einer an sich an Auto anlehnt, machst du diese Furzgeräusch und das kommt von draußen, das Geräusch, oder? Ja. Aber jedes Mal, wenn einer Handy lädt hier... Oh mein Gott, Bruder, wolltest du die Hand geben? Das war so hart, Bruder. Ich wollte auch die Handys zeigen. Ich dachte, er will klatschen, Bruder. Ich gebe die Hand. Ich hab erst gecheckt, weil ich dachte, du machst so. Bruder, ich mach doch, wenn, dann mach ich doch so Andeutung Faust oder so, weißt du? Oh! Das ist ein löschendes Video. Vlog kommt nicht. Ich hab Hunger. Das ist der dritte Dönerladen mit diesem Bruder hier. Der sagt einfach, der hat noch Hunger. Wir haben noch 3 Spots vor uns. Und diesmal haben wir komplett alle in jedem Spot komplett aufgegessen. Nichts zu mitnehmen, gar nichts. Alle aufgegessen. Ich bin komplett am Ende gefühlt. Keine Ahnung, wie dieser Mann noch so fit stehen kann. Arda hat gesagt, ich habe Muskeln. Was fangen wir an? Du musst jetzt gucken, ob ich Brustmuskeln habe. Nimm mal so, das ist ja noch nichts, ne? Ja. Warte. Jetzt hier. Nicht anspannen? Könnte man anspannen. Ist das?
Bruder, ich sag dir ehrlich, Janne, da drunter, er ist Arnold Schwarzenegger, Janne. Mann, warum nur da drunter? Scheiß drauf, ich habe Bestätigung von einem Sportler. Hallo, ich habe Muskeln. Er versteht nicht, was ich meine mit dieser Box, die wir haben, wo das Fleisch drin ist. Die schneiden das vom Spieß ab, nehmen das Fleisch, packen es in eine Metallbox. Diese Edelstahlbox wird von unten mit Wasser erhitzt. Das heißt, sie ist so in Wasser drin. Und das macht es warm. Und dann kommt ein Kunde und sagt, ich will gerne Döner essen. Aber warum schneidet er sich vom Spieß? Weiß ich nicht. Ich check selber, weil wahrscheinlich weil zu viel Pause dazwischen. Aber warum? Hä? Aber warum schneidet es? Das hat doch gar keinen Sinn. Das Fleisch ist doch eher an einem Feuer drin. Guck mal, diejenigen, die mit wenig mit der Box bei uns in Kiel arbeiten, da kannst du gar nicht essen. Dann ist das mit Box sogar besser. Warum? Die machen den Grill einfach aus. Dann machen die wieder warm, heiß aus. Und dann ist es so eklig, das Fleisch. Verstehst du, was ich meine? Schreib mal bitte in die Kommentare, wer das noch kennt, dass das Fleisch vom Spieß geschnitten wird, in so eine Box gestopft wird und da wird gewartet, bis der Kunde kommt und der kriegt das. In Berlin ist sowas, glaube ich, unmöglich, sowas zu machen. Habe ich hier noch nie in meinem Leben gesehen. Wir haben gerade 3 Döner gegessen und Arda hat das hier alles alleine weggeklatscht. Bruder Arda, was hast du hier gemacht, Bruder? Ich habe immer noch Hunger. Wie, du hast immer noch Hunger? Bruder, ich habe Hunger, was soll ich machen? Es tut mir leid, Bruder. Ich weiß, ich habe Loch im Magen oder keine Ahnung was. Loch im Magen. Oh, Assalamu alaikum. Nein, Kollege. Ich zeige jetzt mal dir, mein Bruder, Recycling sein Vater. Komm an. Wir sitzen hier, wir haben gerade gegessen, Hähnchen mit Finger, dies, das. Aber hinten Toilette viel zu weit und so. Wir wollen aber trotzdem Hände waschen. Wir müssen die Flasche, machst hier so, okay, wie voll ist. Schau mal, wie nass meine Hände sind. Dann machst du so, gehst du hier rüber. Ja. Dann gehst du so. Ja, nimmst du noch ein bisschen. Zack, guck mal. Guck mal, wie nass. Zack. Ah, jetzt kannst du trocken machen. Ja? Für mich ist das aber gar nicht mehr geblieben, Bruder. Ja, das war auch nur für mich. Jetzt bei mir ist nur ölig, fettig von deinen Händen einfach. Also meine Hände sind jetzt schlimmer geworden als davor. Der hat alles aufgegessen. Wallah, ich weiß nicht, was mit dem los ist, Mann. Der hat alles aufgegessen. 3 Döner und diesen ganzen Teller. Mein Teller hat der andere aufgegessen. Wir fahren jetzt weiter. Wir sind hier gerade bei dem... Also Chickenladen auf jeden Fall, den wir auch für sein Video hier testen. Ich will Ihnen mal eine Geschichte erzählen, da ich ja hier gewohnt habe, wo ich 19 war. Ich stand genau hier bei diesem Karstadt, Bruder. Und da vorne der Laden Kaplan. Genau in diesem Laden ist ein Porsche Cayenne komplett frontal reingefahren in den Laden. Und der Laden ist ja ein Quadratmeter groß, Bruder. Ich war komplett schock. Ich stehe da hinten an der Ampel. Ich denke mir so, Digga, was geht da dann ab? Nicht mal eine Sekunde später auf meiner Straßenseite fährt eine fette weiße S-Klasse, so ein Golf 3, hinten komplett knall rein. Weil wahrscheinlich der Golf 4 gegeiert hat und die S-Klasse ist den komplett hinten reingefahren. Und ich stehe genau da vor Karstadt, Bruder. Ich weiß nicht, warum ich jetzt lache. Es hat gar keinen Sinn. Es tut mir leid, das hat nichts mit dir. War denn 100.000 Euro Schaden das oder so? Ich will den Unfall tun. Ich hoffe, da ist nichts passiert. Okay, und dann hast du Hunger bekommen oder was? Nein! Ich habe gerade meine E-Spec-Gürteltasche gekauft von Karstadt. Ach so. Ich habe mich gefreut. Und dann war ich hier Chicken essen. Der zweite Laden, der uns nicht bezahlen lassen wollte. Assalamu alaikum. Wir sind jetzt in Wedding bei Ja Hella am Leopoldplatz. Das ist der zweite Laden, der uns nicht bezahlen lassen wollte. So nette Leute. Man fühlt sich echt direkt so richtig wohl. Also Ja Hella, könnt ihr definitiv mal abchecken. Wie der Laden so war, wie die Bewertung ist, könnt ihr gerne bei Arda schauen, weil auf seinem Kanal wird das Video kommen. Ich sehe mir, von wo kommen die Geräusche? Achtung, der Pups, Pups mal nochmal. Was ist das denn, Mann? Allein deswegen konnte man sich einen Tesla holen. Hä, das sieht nur eine Scheibe aus, dass ich dick bin. Gleich ist es soweit. Wir werden die Hähnchen essen. Allah, wir sind jetzt fertig hier, Alhamdulillah. Und heute stabil unterwegs. Wir fahren jetzt gleich wieder zum Hotel. Wir drehen noch eine Runde spazieren, ein bisschen verdauen. Einen. Oder ich sag das einfach nur, dass die das denken, dass einer, den wir spazieren gehen, aber wir gehen direkt heute schlafen. Nein, ein bisschen spazieren. Morgen habe ich Training mit Ali. Das seht ihr auch noch hier. Und dann sehen wir uns später. Du, dass du in Berlin bist. 11 Uhr. Wallah, die schneiden da immer noch drin Haare. Ich glaub's einfach nicht. 11 Uhr, die Leute, die leben einfach noch. Bei diesem Laden habe ich immer so meine Dings gekauft. Meine Jalabia und so, also Kamis. Der hat so Düfte und so. Mashallah, cooler Laden auf jeden Fall. Ich habe richtig schlecht geschlafen. Ich habe mich richtig oft gedreht. So sah das aus. Ich habe auch ohne Decke geschlafen. Ich bin eigentlich einer, wenn ich einmal einschlafe, ich wache genauso wieder auf in dieser Position. Aber das war katastrophal. Mein Magen voll und ich fühle mich gerade immer noch überhaupt nicht gut. Deswegen werde ich jetzt nichts essen. Wir haben jetzt 12 Uhr. In 2 Stunden ist es soweit. Das Einzige, was ich machen werde, ist, ich werde mir hier meinen Eiweißshake machen. Und das war's. Ich bin jetzt hier angekommen. Die erste Frage von ihm war,
Was hast du mich gefragt? Kein engeres gefunden. Er sagt, hast du kein engeres T-Shirt gefunden? Ich sage, ja, ist bei mir, ich trage das aber so. Auf jeden Fall werden wir gleich auseinandergenommen. Wir gucken. Also ich bin fit eigentlich mittlerweile. Ich bin nur gerade im normalen Fitnessmodus, aber das ist was anderes, eine andere Intensität. Ihr könnt auf seinem Kanal das ganze Video abchecken, wie wir was machen. Hier im Vlog haben wir nur so zwei, drei kleine Ausschnitte, die ich zeige. Aber ihr könnt gerne bei ihm einmal abchecken, das verlinke ich euch unten in der Bio. Dann könnt ihr das ganze Video sehen. Ich weiß noch nicht, wie es wird, aber ich habe das Gefühl, ich werde mich übergeben heute. Meinst du? Ich habe noch drei Döner am Magen. Kann sein, dass du das auch voll easy nimmst, Wallah. Was? Kann sein, Wallah, aber ich weiß nicht. Aber wie lange bist du dabei? Wie viele Wochen? 4 Wochen. 4 Wochen, genau. Und du hast jetzt wie viel abgenommen? 10 Kilo. Mashallah. Ich habe in 2 Monaten 10 Kilo abgenommen. Das heißt, der war doppelt so schnell wie ich. Aber ich esse auch vernünftig, sauber. Ich auch gestern 3 Döner. So, wir sind jetzt hier drin. Ist auf jeden Fall sehr, sehr krass hier aus. Sehr, sehr krass. Vielleicht machen wir nachher, überreden wir alle mal nachher, dass wir einmal... Puff machen. Ja. Und fertig mit Aufwärmen. Achso, einmal hin, einmal zurück. Okay. Kannst du nochmal ausspringen, komm. Ali hat das selbst zum Tanzen gemacht, komm. Ich zeige euch, wie man in den Ring reinkommt. Die meisten steigen immer drüber oder so, ne? Genau. Aber ich mache einfach hier. Und dann so eine Passung. Bei Tempcard 2, bei WrestleMania auf einmal. If you smell, und The Rock kommt rein. Deine Schläge kommen gut. Kommen die? Kommen gut, kommen gut. Zweimal links, rechts. Links, rechts, seitlich. Nochmal, komm. Und rechts. Yes. Yes. Hier zum Boxautomaten. Jeder ein Schlag. Sollen wir Haken machen? Soll ich mal gucken? Rekord ist 998, ja? 998 ist Rekord? 998. Ist der Rekord? Ich hatte 935. Ich hatte nur noch einen Punkt. Also schlecht, ich hab falsch getroffen. 17. Okay. Aber da hast du gewonnen, kein Problem. Aber danke fürs Training. 3 Monate. Danke fürs Training, war gut. Aber ganz ehrlich, am Ende. Klar, ich am Ende. Ich habe gestern 3 Döner und 3 Hähnchen gegessen. Willst du kurz auf den Rahmen kommen, halbe Stunde? Ich habe wegen gestern schlechtes Gewissen, deswegen werde ich nach dem Training doch immer ein bisschen Sandsack machen. Ich bin kein Profiboxer, ich bin nicht mal Amateurboxer, ich bin gar nichts. Ich mache das nur so zum Spaß, zum Auspowern. Also wenn meine Technik kacke ist, das weiß ich. Also nehmt euch kein Beispiel an mir, lernt nicht von mir Boxen oder sonst irgendwas. Ich will einfach nur ein bisschen mich auspowern und ein bisschen so dran. Wir gehen nach Hause. Aber du bleibst hier. Jetzt haben wir die nach Kiel.